So, dann wollen wir mal hier wieder anfangen. Hui. Ah, da sind meine Freunde wieder. Na, hallöchen, Leute. Wie geht's euch? Ihr seid wohl immer noch begierig darauf, was zu erreichen hier. Was macht man da, Jungs? Erklärt mal. Warum so Holzhacken nochmal? Das wäre eine gute Idee, ja. Dann lasst mich mal ganz kurz anpflanzen und dann leg mal los mit Holzhacken. Oder haben sie jetzt gerade den Pull verloren? Ich glaube, jetzt haben sie gerade den Pull verloren. Aber nicht schlimm, wir haben genug erstmal gesammelt. Wir pflanzen jetzt erstmal die Bäume an wieder hier. Ich crafte mal ganz kurz zwei Schaufeln. Da holt mir den ganzen Spaß mal raus, was wir hier alles verwüstet haben. Klack. Und klack. Und dann fangen wir hier mal an anzupflanzen. Boah, der Wald sich komplett ergibt hier beim nächsten Mal. Ist ja der halbe Wald weg. La. Aber jetzt mal ein bisschen nach Greenpeace vor der Tür stehen, das wäre nicht so cool. Greenpeace! Grünfrieden! Der Grünfrieden. So. Ja los, Flasche schnell an! Und dann eine. Soll mir mal einer erzählen, ich achte nicht auf meine Umwelt. 14 Stück haben wir davon noch. Na gut. Kann auch gleich anpflanzen, bevor ich jetzt sinnlos mit mir rumschleppe. Ich hole mir dafür mal noch ein paar. Schade, ich habe gedacht, ich finde hier noch ein Grab vielleicht. Aber da habe ich falsch gedacht. Stein bräuchte man jetzt halt echt mal ein bisschen. Das. Oh, das wollte ich gar nicht. Stein ist so das, was uns noch fehlt so momentan. Ja, das laber ich eigentlich für den Scheiß. Ich habe ja 21 Steine. Na gut, warum nicht? So, was haben wir denn jetzt schon wieder Neues? Drop. Die leg ich mal dahin, das sieht cool aus. Ich wollte jetzt bauen. Ach, wo kommen wir? Bauen das mal. Wooden Flooring hier hin. Das sieht doch schön aus. Und jetzt machen wir hier uns mal. Oh, Moment, wir können wieder was Neues bauen. Ne, Strut baue ich mir noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal hier wieder ein bisschen davon bauen. Alles klar, haben wir wieder 8 Stück. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Hätte man den Wooden Flooring nicht gemacht, hätte man jetzt mehr gehabt, aber egal. Moment, machen wir ganz kurz so. Und dann geht's hier weiter. So. Das ist ja nicht nochmal eine ordentliche Abwehrmauer hier. Und jetzt sammeln wir mal Manure für die Beete, glaube ich. Das ist eine ganz gute Idee. Manure für die Beete, für die Beete, für die Beete.
Haben wir denn hier eventuell noch was liegen im Dorf? Hat da wieder eins der Schweine auf den Boden gekackt? Anscheinend gerade nicht, dann nehme ich mir die hier nochmal schnell mit. Lalalalalala. Und dann machen wir hier mal noch den Baum weg. Dann kann ich mir zumindest einmal noch die Barrikade leisten. Klack. Nein! So war das gar nicht geplant. Ich brauche noch einmal Rope. Da ein bisschen Zeit habe ich noch. Geil. Können wir hier schon mal wieder 8 Dinge platzieren. Hier mache ich wieder einen Gang. Einen Eingang. Ja, ist ein Gang an sich. Der Eingang. Oh mein Gott, der ist ja schlecht gewesen. Aber man ist ja zum Glück nichts Besseres gewohnt. So, Ed Fuel, nehmen wir das Holz hier noch, was wir haben. Ich habe Angst, dass mir hier gleich die Wand niederbrasselt. Repair. Kann ich mir noch mehr davon machen? Moment. Jawoll! Hack, man kann also reparieren auch. Das heißt, sie können also auch kaputt gehen. Also. Wahrscheinlich gibt es auch Viecher, die die blapp machen können. So, das geht gleich aus, das ist gar nicht so gut. Dann machen wir hier ganz schnell, hui, einmal da rein und... Moment, da kommen wir noch ganz schnell hier. Da noch einen hin und da noch einen hin. Das sieht auch schon mal hier nach einer Festung aus, meine Freunde. Lass uns gucken, dass wir auch genug zu essen haben, im Bauch haben. Ja, ich glaube, das wird sehr schwer mit dem Essen. Auf jeden Fall, wir werden richtig Probleme kriegen mit dem Essen. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Es ist eine Katastrophe mit dem Essen. Nicht so wenig einfach nur. Na komm, iss. Die können das hier noch tausendmal abfressen, das ist so krass. Die können das essen ohne Ende, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe so viel davon. So. Das einzige Gefährliche ist natürlich, wenn wir die Base verlassen. Um irgendwo auf Wanderschaft zu gehen. Das kann uns gefährlich werden noch. Jetzt brauchen wir erstmal Menü. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen erstmal Menü. Ein Turmbestore müssen wir uns machen. Beete machen und den die Wintermütze müssen wir sammeln. Dann gehe ich erstmal jetzt ganz kurz und gucke, ob der Hase gefangen wurde, der eine, den wir da hatten. Ich will jetzt gar nicht wissen, was der Vogel bei uns am Feuer macht. Ich War das gerade Hunde? Ja, das waren Hunde. Hä?
Bei dir alles fit oder was geht bei dir bitte schief? Alter, was ist bei dir kaputt? Nur weil du deine Tage hast, musst du mich hier nicht mit dir, weißt du? Hier denn? Ich habe noch genug Zeit, es ist Tag, es ist super. Na dann ab ins Schweinedorf mit mir. Und dann gibt's gleich noch ein bisschen Fleisch. Die sind gerade beschäftigt, sehe ich. War das nicht geplant, tut mir leid Schwein, ich wollte das nicht, ich wollte doch nicht dich angreifen, nein, ich will nicht gesmashed werden. So. Den kleinen Po haben wir dem Schwein. Butterfly aufheben. So, es tut mir leid, Schwein. Es tut mir echt leid. Ich wollte es nicht. Jetzt zeige ich meine Dankbarkeit. Guck hier. So. Und hier du auch gleich. Du selbst noch was essen, sehe ich gerade. So, dann wollen wir mal hier. Kaputt machen, kaputt machen. Ah. Hui, das war knapp, bevor es anfängt hier irgendwas. Produzieren dieses hässliche Pflanzenvieh. No like dark, na klar, kein Problem. Dann geht in eure Häuser zurück. Die Wölfe haben wir ganz easy weggeschmatzt, das fand ich ziemlich cool. So, was machen wir hier ganz kurz? Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war, es hat mir aber nicht gefallen. Ach so, das ist, wenn ich über den Boden laufe. Ach so. Sag das doch. Moment, refine. Carpeted Flooring, guck mal, was das ist. Geil. Das gefällt mir.
So, den packe ich mal da rein. Oh, 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 oh. Die wollte ich eigentlich nicht dafür verwenden, aber es war gerade das Einzige, was ich gesehen habe, was ich verbrennen hätte können. Dann kommt das mal da rein, dann kommt der Spaß mal. Da rein. Okay. Dann hier die Dinger mal braten. Das doch zu benehmen und das Zeug kann ich verbrennen. So, kommt mal mit, Jungs. Jetzt wird gesmashed hier wieder. Klar. Kommt mal rüber. Hier sind bessere Bäume. Lalalalalala. Oh, das ist meine Axt kaputt gegangen. Das ist aber auch kein Problem. Dann machen wir uns einmal eine neue. So. Ach, der Kleine muss dann glauben hier. Smash mein Tree. Die Geräusche sind manchmal echt komisch, die man so im Hintergrund hört. Ich frage mich, ob auf die Schnelle jetzt hier noch eins kommt. So ein Baummonster. Ich muss ganz schön erstmal aufsammeln hier. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann eine Weile irgendwie verwirkt sich das Zeug. Deswegen wäre nicht so cool, wenn man die ganzen Bäume ernten und dann im Endeffekt verschwindet das Zeug aus irgendeinem. Nein! Greifen die sich gegenseitig an? Es ist zwar interessant, das rauszufinden, aber das war nicht mein Plan. Ach komm, ne, echt jetzt? Meine Schweine haben sich gegenseitig zu fressen, na klasse. Oh, es gibt wieder einen Spinnen, das ist okay. Wo dann das Schwein die Spinnen macht. Wo ist denn da? Ja da, bevor sie wiederkommen. Puh, da sind deine Schweine kaputt gegangen. So. Hätten wir das auch gehabt und dann hauen wir uns mal hier. Spinnensalbe. Und dann da noch die Spinnensalbe. Und dann hier den. Alter, das ist geil, was wir hier alles bekommen. Ja, das ist so krass. Was ich halt doof fand, ist, dass die Schweine sich jetzt gegeneinander so ein bisschen aufgelehnt haben durch meine dumme Aktion.
Aber kann ich jetzt auch nichts verändern dran. Es ist bedauerlich, aber nicht rückgängig machbar. Aber wir wissen ja alle, das Internet ist totales Neuland für uns. Was? Wie bitte? Nein, ich will das Holz. Holz, 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 Holz. Sie nannten mich Holzkopf. Ich das ja alles auch eingesammelt habe, dann haben wir sogar, dann können wir glaube ich den Wald zu Ende bauen. Den zweiten. Und dann sollte das bei nichts mehr aufhalten. Lalalala. Hä? So, Bären. Feuer brennt sogar noch, ist ja interessant. Hui. Jetzt machen wir das hier. Oh, siehst du, ich habe ganz schön Leben verloren. Da gönne ich mir mal so eine... Ja, vielleicht sogar zwei davon. Gut, mehr esse ich davon glaube ich nicht. Das hier kann auch da rein. Dann haben wir hier noch Samen auf jeden Fall. Dann muss ich hier mal zwei Möhren hier machen. Dann gehe ich raus, nur mit den Bären noch. Lolololololo. Bisschen durchdrehen tun wir gerade, weil ich das Zeug zu viel gegessen habe. War nicht meine beste Idee, die ich hatte heute. Aber es sollte sich aufhalten, wir haben ja Blumen ohne Ende. Blumen ohne Ende, Blumen ohne Ende, ohne Hände. So, einmal mal reinhauen, bis das Leben komplett aufgefüllt ist wieder. Oder auch nicht. Und dann schauen wir ganz kurz, was wir hier... Was kann man denn... Oh, was kann man hier bauen? Schon wieder was Neues? Wir können uns eine Umbrella... Keep the sun and rain at bay. Klar, Moment. Ach so. Umbrella. Kann da rein. Das heißt also Regenschirm. Also Umbrella Corporation ist Regenschirmgesellschaft, alles klar. Ich würde mal schlafen gehen wollen.